So, das ist ein bisschen ekelhaft. Wenn das nicht ekelhaft war. Jogging-Schuhe, ja. Ich kann wirklich jetzt an dieser Stelle behaupten, keine Jogging-Schuhe mehr zu besitzen. Ich habe wirklich seit 3 Jahren keinen Sport mehr gemacht. Aber ich nehme das jetzt mal als Mahnung. Vor allen Dingen den Geruch. Wer mein neues Plakat kennt, weiß, dass links und rechts neben mir in diesem Bett Frauenfüße auftauchen. Das waren 2 gebuchte Fußmodels, die allerdings ihre Kernkompetenz schon von vornherein verlassen hatten, als sie mit ungewaschenen Füßen anreisten. Also das Fotoshooting, das war so eine Stunde und das war wie in so einem Käseladen. Das hat gerochen wie Südholland. Ich habe die Kontenance bewahrt, weil ich fertig werden wollte mit diesem Scheiß-Shooting. Also der Geruch erinnert mich eben an mein neues Plakat und die Schuhe selber erinnern mich daran, dass ich bald mal wieder Sport treiben muss. Nehme ich mir jetzt vor, fürs neue Jahr neben mehr trinken und endlich mit dem Rauchen anzufangen, auch zu joggen. Ja, oh, stille mich, du Fröhliche. Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Natürlich immer wieder die Frage, Atze, wie feierst du Weihnachten? Ja, ganz traditionell mit meiner Mutter. Die besteht darauf, dass ein fetter Braten gekocht wird. Da sie selber so dement ist, dass sie sich an keinen Braten mehr erinnern kann, muss ich das dieses Jahr wohl machen. Ich habe beim Hänsler gelernt, wie man badischen Rehrücken macht. Den gibt's dieses Jahr. Um 9 Uhr geht die alte Frau ins Bett mit ihren 90 Jahren und dann wird die Musik auch lauter und die Getränke hochprozentiger. Also Weihnachten, so ein Baum erinnert mich jetzt schon an meinen dicken Kopf am ersten Weihnachtstag. Nein. Ja, Atzes Kaltstart, die erste CD, die ich hier im Radio, man sieht's ja, Radio, gemacht habe. Das waren tolle Zeiten. Da sind nicht nur tolle Comedy-Folgen bei rumgekommen, es sind auch tolle Freundschaften entstanden, unter anderem zu Mickey Beisenherz und Jürgen Bangert. Nee, das macht mich nicht traurig. Mit einer positiven Wehmut erfüllt mich das. Das war wirklich eine tolle Zeit. Wir haben hier gemeinsam Ausdrücke geprägt, wie für einen Pony zum Beispiel Indianer-Moped. und so weiter und so weiter. Also das war eine tolle Zeit der Zusammenarbeit, der Wortschöpfung und wie gesagt, sind tolle Freundschaften mal umgekommen. Also Atzes Kaltstart ist für mich nur gut. Müssen wir nochmal eine Neuauflage machen. Ja, es könnten jetzt viele Sachen sein. Ist natürlich ein Lockenstab. Man könnte auch andere Sachen damit unternehmen. Mein neues Programm heißt ja richtig fremdgehen. Insofern läge jetzt was Schlüpfriges nahe, was ich mir natürlich verkneife. Könnte natürlich auch ein Nasenhaarschneider sein. Nasenhaare heißen ja nur so lange Nasenhaare, wie sie in der Nase sind. Alles, was rausguckt, ist ein Schnäuzer. Man könnte damit auch Milch aufschäumen. Ich selber habe tatsächlich, und das ist kein Witz, damit schon mal eine Hühnersuppe warm gemacht. Toll. Gehört wirklich in jeden Haushalt. Ein Kondömchen, ja. Ich habe ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt, leider keine HWGs, keine häufig wechselnden Geschlechtsverkehre. Mein neues Programm heißt zwar richtig Fremdgehen, aber da geht es um richtig Fremdgehen. Und richtig Fremdgehen ist gar nicht Fremdgehen. Mir selber, der ja in einer langen, treuen Beziehung ist, reicht, wenn es klappen könnte. Ich komme jetzt in das Alter, wo das Suchen mehr Spaß macht als das Finden. Von daher ist die Zeit auch viel zu kurz, sich so ein Ding überzustülpen. Oder um es mit Barbara Schöneberger, mit der ich so einen Running Gag habe, schon seit 10 Jahren. Immer wenn wir uns treffen, reden wir über geplanten GV. Und beim letzten Mal sagte sie mir, scheiße, wir haben zu lange gewartet. Du bist zu alt, du schaffst es nicht mehr und ich bin zu alt, ich habe keine Lust mehr. Also brauche ich leider nicht.
Musik.